Um Kalk zu brennen, brauchte man früher einen solchen Diatomitofen. Für Schülerübungen kann man dank Verkleinerung auch solch ein Quarzglasröhrchen verwenden. Um das Experiment durchzuführen, nimmt man sich Kalk, den man aus Kieselsteinen klein hat. Man kann ihn mit einem Hammer auf einen kleinen Stein zerkleinern. Jetzt füllt man den Marmorstein in das kleine Quarzglasröhrchen ein. Man befestigt das Quarzglasröhrchen wieder an der Spritze. Nun erhitzt man den Kalk mit einem Bunsenbrenner. Das Ventil muss dabei auf Durchlass gestellt sein. Wenn genug Gas entstanden ist, schaltet man den Bunsenbrenner aus. Das entstandene Gas kann man beispielsweise in einen kleinen Waschbeutel einfüllen, um danach eine Molmassenbestimmung zu machen oder es zum Nachweis in Kalkwasser einleiten.